So, Sie sehen das Bild neben mir eingeblendet. An dieser Position erwarten wir Bundesgesundheitsminister Lauterbach, als hätten wir es abgesprochen. Hören wir mal rein, was er zu sagen hat zur beginnenden Corona-Herbst, möglicherweise Welle oder zumindest möglicherweise wieder steigende Infektionszahlen. Wir lauschen mal den Worten des Bundesgesundheitsministers. Von Bundesgesundheitsminister Lauterbach und vom RKI-Chef Schade. Bitte schön. Ich habe mich gerade impfen lassen mit dem angepassten Impfstoff von Oberstärztin Müller hier im Bundeswehrkrankenhaus. Weshalb habe ich das gemacht? Wir haben zu beachten, die Covid-Infektion ist keine Erkältung. Das ist keine Kleinigkeit. Für Menschen über 60 oder Menschen mit Risikofaktoren kann die Krankheit so verlaufen, dass auch schwerere Verläufe möglich sind. Und es können auch weiterhin bleibende Schäden entstehen, zum Beispiel Long-Covid. Dieses Risiko sollten wir senken, indem diejenigen, die den Impfstoff von der STIKO empfohlen bekommen, die über 60-Jährigen, diejenigen mit Begleiterkrankungen, mit Risikofaktoren sich auch impfen lassen. Sie schützen sich damit selbst und sie schützen sich damit auch vor schweren Verläufen und langfristigen Long-Covid-Verläufen. Insgesamt, glaube ich, werden wir in diesem Herbst wieder sehr viele Fälle einer Corona-Infektion haben. Aber wir sind sehr viel besser vorbereitet. Zum einen monitorieren wir sehr viel klarer das Infektionsgeschehen. Zum zweiten, wir haben eine breite Immunität in der Bevölkerung. Somit also werden wir das im Griff haben. Wir brauchen auch keine Maßnahmen im Sinne von Kontaktbeschränkungen, nach allem, was wir derzeit wissen. Trotzdem ist es so, jeder sollte sich selbst schützen, wenn er Risikofaktoren trägt. Dazu kann auch die Maskennutzung gehören in Räumen mit vielen Personen, wenn er ein Risiko hat. Und es zählt auf jeden Fall mit dazu, dass er sich impfen lässt oder dass sie sich impfen lassen, weil die Impfung ist noch immer der beste Schutz gegen schwere Verläufe. Und die Impfung senkt auch von allem, was wir wissen, das Risiko, eine Long-Covid-Erkrankung zu erleiden. Daher ist die Impfung wirklich das A und O für einen guten Schutz. Wir haben Impfstoff. Ich rufe alle auf, die nach der Empfehlung der STIKO für die Impfung in Frage kommen, diese auch in Anspruch zu nehmen. Vielen Dank, Herr Schade. Ja, wir beobachten einen Anstieg an Atemwegsinfektionen bereits seit einigen Wochen. Und wir sehen dabei natürlich auch eine Zunahme von Covid-19-Erkrankungen in etwa zur gleichen Zeit wie im Vorjahr. Das ist nicht ungewöhnlich, da nun die Bedingungen für die Übertragung von Atemwegsinfektionen wie SARS-Coronavirus, Influenza-Viren, aber auch RSV besser werden. Die verschiedenen Indikatoren, mit denen wir das Infektionsgeschehen selbst, also die Dynamik, die Krankheitsschwere und die Belastung des Gesundheitssystems überwachen, befinden sich aber insgesamt zurzeit auf einem niedrigen Niveau. Durch eine Reihe von Datenquellen, die zusammen bewertet werden, lässt sich die Lage auch sehr gut einschätzen. Derzeit zirkulieren in Deutschland fast nur Covid-19-Viren der XBB-Sublinien. Die Sublinie BA2.86 wurde bisher nur einmal nachgewiesen. Es gibt bisher auch keine Hinweise, auch nicht aus dem internationalen Feld, dass die zirkulierenden Virusvarianten mit schwereren Erkrankungsmustern verknüpft wären. Wir müssen aber davon ausgehen, dass es wie in den vergangenen Jahren in der kälteren Jahreszeit durch verschiedene Atemwegsviren, darunter eben auch Covid-19, Influenza und RSV, zu Erkrankungswellen kommen wird. Wichtig ist es daher, vorausschauend wirksame Maßnahmen zur Prävention einzusetzen. Auf die Impfung hatte der Herr Minister bereits angesprochen für die entsprechenden Alters- und Risikogruppen. Bei Symptomen mit akuten Atemwegsinfektes sollte man generell auch 3 bis 5 Tage zu Hause bleiben. Und die Maske kann bei Erkrankungen zum Fremdschutz helfen. Das ist besonders wichtig, wenn man trotz Symptomen den Kontakt zu Risikogruppen nicht völlig vermeiden kann. Und eine Maske kann auch zum Selbstschutz in Betracht gezogen werden und besonders eben dann wichtig, wenn Personen zu einer Risikogruppe gehören. Vielen Dank. Wir kommen zu Ihren Fragen. Frau Klawik war die erste. Eine Frage an beide. Erwarten Sie denn, dass es große Zahlen an Ausfällen von Arbeitskräften geben wird im Winter? Oder wird es das übliche Niveau sein, dass man in jeder Erkältung Person hat? Wir können zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich abschätzen, wie viele Arbeitskräfte ausfallen werden. Es kann natürlich sein, dass es viele sind, weil das ist jetzt der erste Herbst.
wo wir ohne Maskenempfehlungen, ohne also Kontakteinschränkungen, ohne dass wir also Tests vorgeben und ohne dass wir also auch hier andere Schutzmaßnahmen am Platz hätten, in einen Corona-Herbst hineingehen. Somit ist es nicht auszuschließen, dass dann auch andere Infektionskrankheiten, die in der Vergangenheit mit abgeschützt wurden, zum Beispiel durch Masken, dass sie sich jetzt verbreiten. Aber wir können das zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich vorhersagen. Herr Schade, wollen Sie ergänzen? Also man muss einfach ja sehen, dass wir ein Virus mehr haben, als wir es früher hatten. Das Virus ist auch, hat seine Besonderheiten, ist eben auch an einigen Stellen vielleicht anders zu bewerten als die bisherigen Erkältungsviren und die Grippe. Hinweis nochmal auf Long-Covid. Was wir bisher noch nicht gesehen haben, ist, dass es eine starke Kurzzirkulation gibt von Influenza-Viren und Covid-Viren. Ob das so bleibt, wissen wir nicht. Normalerweise haben die sich abgelöst. Aber natürlich müssen wir damit rechnen, dass es vermehrt Fälle geben wird. Ein Szenario wie vor 2 oder 3 Jahren, damit rechne ich allerdings nicht. Herr Mayer, zwei Fragen. Herr Minister, Sie hatten schon gesagt, dass jetzt keine staatlichen Maßnahmen für diesen Herbst geplant sind. Sehen Sie denn noch Bereiche, wie zum Beispiel das Gesundheitswesen oder den öffentlichen Personennahverkehr, wo vielleicht als erstes auch tatsächlich eigenverantwortliches Maskentragen zum Schutz auf Unterwegs nicht vorgehen? Und Herr Schade, können Sie sagen, wie groß ist die Dunkelziffer, außer dass sie groß ist? Also man sieht anhand der Pandemie-Regel-Radar eine 7-Tage-Inzidenz von 9. Wie groß ist die vielleicht verschwunden? Zunächst einmal empfehle ich jedem, der Risikofaktoren hat, dass er sich so gut er kann schützt. Und dazu kann zum Beispiel gehören, dass er in Räumen mit vielen anderen Personen Maske trägt, diese Räume vielleicht auch meidet und auf jeden Fall auch die Impfung in Anspruch nimmt. Es ist auch aus meiner Sicht durchaus sinnvoll, wenn Sie zum Beispiel eine Pflegeeinrichtung aufsuchen, dass Sie dann vielleicht Maske tragen, wenn Sie jemanden dort besuchen, zumindest, dass Sie nicht andere gefährden in der Pflegeeinrichtung. Das sind aber zum jetzigen Zeitpunkt freiwillige Empfehlungen. Und ich glaube, wir haben alle in der Pandemie mittlerweile gelernt, was es bedeutet, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Ich vermute daher oder gehe davon aus, dass die Bevölkerung sich hier sehr verantwortungsvoll verhält und dass wir es gemeinsam schaffen werden, auch freiwillig uns gegenseitig zu schützen. Zum Beispiel derjenige, der jetzt Erkältungssymptome hat, dem empfehle ich, wenn es wirklich eine starke Erkältung ist, dass er sich selbst freiwillig testet, weil das ist ein Unterschied, ob ich eine Covid-Infektion habe oder nicht. Habe ich eine Covid-Infektion und also infiziere dann ältere Menschen, die gebrechlicher sind, dann ist das eine andere Situation, als wenn ich einen älteren Menschen mit einer Erkältungskrankheit infiziert hätte. Aber wir haben mittlerweile so viel gelernt, dass wir diese freiwilligen Schutzmaßnahmen ergreifen können und ich glaube auch ergreifen werden. Ja, zu Dunkelziffer, da möchte ich vielleicht vorweg schicken, also wir sollten nicht mehr so stark auf die Inzidenz gucken. Die Inzidenz ist einfach weniger wichtig geworden. Während in den ersten Jahren, die wir eigentlich versucht haben, möglichst viele, ja im Grunde jeden Infektionsfall zu erfassen und auch in die Statistik aufzunehmen, einfach auf Infektionsschutzgründen, damit man dann eben Maßnahmen ableiten kann, diese Patienten isolieren und die Angehörigen in Quarantäne bringen zum Beispiel, werden jetzt eigentlich nur noch Patienten getestet, wo die medizinische Frage im Raum steht, ist das eine Covid-Infektion oder nicht, um dann Behandlung daraus abzuleiten, die richtige Behandlung. Deshalb werden wir natürlich viel weniger Fälle erfassen und die Inzidenz ist als Indikator eigentlich nicht mehr so wichtig. Wir haben aber andere Systeme und das sind die Systeme, die stichprobenartig untersuchen und von der Teststrategie im Grunde völlig unabhängig sind. Wir testen zum Beispiel die Atemwegsinfektion in der Bevölkerung. Wir wissen, wie viele Patienten mit Atemwegsinfektionen zum Arzt gehen und wie viele davon eine Covid-Infektion haben. Das sind ungefähr 17% zurzeit. Wir wissen, wie viele mit einer schweren Atemwegsinfektion ins Krankenhaus aufgenommen werden und wie viele davon eine Covid-Infektion haben. Das sind 9% zurzeit, sodass wir ein sehr genaues Bild haben und die Inzidenz braucht man dazu nicht. Zur Dynamik trägt eben auch noch die Abwassersurveillance bei, die sehr schnell anspricht, etwa eine Woche vorher, wo wir dann sehr genau sehen, ob die Viruszirkulation ansteigt oder nicht. Ich sehe keine Fragen mehr. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.